begrüße zu einem etwas anderen Videoformat. Alles, was jetzt Technikvideos betrifft in diesem Jahr, ist ja doch relativ überschaubar. Und ich mache das heute mal ein bisschen anders hier. Ich bin jetzt hier am Potsdamer Platz in Berlin unterwegs, hat nämlich Löwe eine kleine Veranstaltung vorbereitet rund um das gesamte Produkt-Line-Up für das Jahr 2020 und darüber hinaus, also 2021. Und ich weiß schon aus dem Vorfeld, dass da, sage ich mal, das ein oder andere Produkt, eine Produktlinie kommen wird. Und ja, seid gespannt, was uns da erwarten wird. Ich wusste es im Vorfeld auch noch nicht, also habt viel Spaß in den folgenden Minuten. Ich weiß, das wird garantiert wieder ein bisschen was länger, also habt Geduld oder skippt durch. Ich habe entsprechend unten auch ein kleines Inhaltsverzeichnis vorbereitet. Also viel Spaß mit den nächsten Minuten. Ja, das ist sehr passend. Ich habe mir hier den Alex von Löwe dazugeholt und der wird euch in den nächsten Minuten quasi so ein kleines Frage-Antwort-Spiel hier mit mir gemeinsam mal durch das neue Löwe-Line-Up mitnehmen. Und wir stehen hier schon vor dem neuen Top-Modell, dem Bild S. Ihr kennt es sicherlich schon von anderen Herstellern, ich muss jetzt nicht erwähnen, wen. Dort gab es auch schon andere tolle Namenskennungen, aber ich glaube, der Alex kann uns mehr dazu erzählen, oder? Ja, gerne, klar. Also erstmal, mein Name ist Alexander Paul, Alex. Ich bin Produktmanager bei Löwe, jetzt schon so ein bisschen was mehr als 10 Jahre dabei. Löwe hat Anfang diesen Jahres wieder begonnen, am Markt präsent zu sein. Und ich bin seit März dabei und wir haben jetzt in den letzten 6 Monaten das Produktportfolio wirklich nachhaltig gepflegt, von den Einstiegsprodukten über die Midrange bis eben hier zum Topmodell, das als neues Produkt dann in den Markt eingeführt wird, der Bild S. Bild S ist unser Topmodell, ist unser Leuchtturm und ja, das S im Namen ist in der Tat neu. Wir hatten früher eine Nummerierung, von der gehen wir weg, weil wir sagen, das S steht einfach für viel mehr Elemente und für viel mehr Eigenschaften von dem Produkt. Es ist ein super Produkt, das ist der Bild S, wie die Mercedes S-Klasse, könnte man sagen, der hier unser ja, Spitzenprodukt darstellt. 77 Zoll Ultra HD OLED Panel, aktuellste Generation, das sogenannte V20 Panel. Besonderheit bei ihm hier ist, dass er über eine Kinematik verfügt, also einen Magic Motion Moment. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, dann fährt der Bildschirm hoch, gibt die Soundbar frei. Die Soundbar hat 120 Watt Leistung, insgesamt 10 Treiber, die Luft bewegen und wirklich enorm viel Schub machen. Das heißt, großes Bild, großer Sound, großes Kino und dieses große S, dafür steht der Bild S. Auch groß von den Gesten her, also nicht nur diese emotionale Bewegung zum Ein- und Ausschalten, sondern auch zum Beispiel der Table Stand oder der Floor Stand sind motorisch drehbar über die Fernbedienung. Bewegt sich das Bild 45 Grad nach links oder rechts, sanft, leise, wie von Geisterhand, motorisch betrieben. Also so wie wir es quasi vom Bild 7 schon her kennen. Ne? Genau, den Bild 7 kanntet ihr aus der Vergangenheit, deswegen auch Bild S, weil er natürlich die 7 im Namen trägt, in der Heritage trägt, ist in der Nachfolge als Successor vom 7er und bringt da alles mit, was der 7er sowieso schon hatte. Aber wie gesagt, neues Panel. Auch ein neues Chassis, neue Elektronikplattform. Bisher war das die SL4-Plattform, hier wird das jetzt die neue SL5-Plattform. Das bedeutet, dass zum Beispiel alle vier HDMI-Anschlüsse sind HDR4K fähig. Ich muss also nicht mehr gucken, welcher von denen. Es ist nur einer, nein, alle vier. Die USB-Anschlüsse sind leistungsfähiger geworden, USB 3.0. Das LAN ist leistungsfähiger geworden, ein Gigabit-LAN. Und noch viele andere Features, die on top gekommen sind. Das heißt, es ist wirklich ein würdiger Nachfolger vom Bild 7. Und in allen Punkten Bild, Ton, Ausstattung besser geworden. Auch der Lieferumfang ist umfangreicher geworden. Und auch der Preis sogar ein kleines Stückchen attraktiver geworden, sodass man wirklich sagen kann, das ist ein ganz tolles Paket. Und es wird auch ein Home-Entertainment-Paket geben, wo im Lieferumfang ein Apple TV 4K mitgeliefert wird.
um wirklich alle Streaming-Dienste komplett am Gerät über die Löwe-Fernbedienung transparent steuern zu können. Ich brauche kein Smartphone, keine App, keine weitere Fernbedienung dafür. Ich kann das alles über eine Fernbedienung perfekt steuern. Okay, und deswegen, ich muss, glaube ich, mal noch dazu sagen, also warum wir das jetzt mit dem Effekt hier nicht zeigen, du hast mir gerade schon im Vorfeld gesagt, ihr habt das quasi als einziges Sample oder vorführbares Gerät hier zu stehen. Ja, genau, ja, das ist heißt, richtig. Was halt noch nicht vollen Funktionsumfang mitbringt, ja. Also Löwe ist in Kronach wieder als komplette Firma mit Design und Fertigung und Entwicklung, und dieses Gerät ist eben noch in Entwicklung und nicht in Fertigung. Ich was mal hier steht, rum, ich zeige dir mal von hinten, also da werden ja sicherlich auch einige schauen. Was hier, ja, genau, gerne. Was ja. hier steht, ist tatsächlich ein erstes von das zwei dunkel, Mustern. Kamera und ja, das ist natürlich schwierig von hinten zu sehen. Ich werd im separat verlinkten Artikel noch mal ein paar Bilder okay. drin haben, da könnt ihr das dann aber doch mal man möge sich gerne auch andere so, jetzt hat irgendjemand mit der Fernbedienung reingefunkt und ihn ausgeschaltet. Ne, da kommt er wieder. Man möge sich gerne auch mal andere Wettbewerbsprodukte von hinten ansehen, und kaum eines wird so ansehnlich sein wie er hier. Aufgeräumt, sauber, schön mit dem Smartcover-Stoff hinten verkleidet, keine Anschlüsse, keine Kabel zu sehen und einfach ein hochwertiges Produkt von allen Seiten. Was auch neu ist, wenn wir bei den Designelementen sind, eine Kleinigkeit, aber schon auch schön und wichtig für uns, die Löwe-Marke in einem neuen Markensignier oder Signature Flag oder Markenemblem, nennt es wie ihr es wollt, zu zeigen. Hochwertig aus Metall, und zeigt eben sehr schön, outstanding, könnte man sagen, die Löwe-Marke. Ich glaube, wir sollten mal zu dem gehen, was die Zuschauer schon hinter dir gesehen haben. Ah, den Bild V. Genau, gehen wir einfach mal weiter. Ja. Gerne. Also ich habe ja gerade schon einleitend gesagt, dass wir oder dass ihr eine neue Serie quasi präsentiert habt. Also jetzt nicht nur Altes aufgewärmt habt, sondern auch wirklich Neuheiten hier mit im Gepäck habt. Würde ich einfach mit dem Gerät hier vorne mit der schicken Soundbar mal anfangen. Okay. Erzähl uns mal ein bisschen was dazu. Das ist der also, Bild V, richtig? Richtig. Wir waren gerade beim Bild S, das ist das Spitzenmodell. Aber den Auftakt jetzt in der Saison fürs Weihnachtsgeschäft im Quartal 4 wird der Bild V machen. Der Bild V ist, wenn man so möchte, der Nachfolger vom Bild 5 und vereint alles, was wir an guten Eigenschaften von unseren bisherigen Modellen Bild 3, 5 und 7 da drin vereinen können. Also neuestes Panel, neueste Chassis-Technologie, V20 OLED-Panel, Chassis SL5, neue Software und vom Design her eben den Look von der bisherigen 7er Serie. Was du jetzt hier gerade abfilmst, ist eine Studie. Das ist der V-Max, nennen wir diese Studie. Das ist die Kombination aus dem großen Display, 65 Zoll, mit der großen Soundbar, der Klangbar 5MR und dem Subwoofer 5. Und dieses Paket haben wir heute dem Vertriebskollegen und den Händlern vorgestellt als Studie, als den Bild V-Max, um einfach abzufragen, wie das Interesse im Handel dafür wäre, für so ein Paket. Und wenn da vielleicht auch von eurer Seite Interesse daran besteht, dann würden wir das auch als solches anbieten. Ich denke, die Soundbar bietet genügend Features und Eckpunkte, dass man sagen kann, die ist interessant. Also ich habe gesehen, Dolby Atmos steht auf jeden Fall drauf. Ja. 5.1.2 Konfiguration, richtig? Da würde ich dann sagen, unterhältst du dich nachher auch nochmal im Detail mit meinem Kollegen, Produktmanager Audio, Tobias oder Matthias. Und die sagen dir genau, welche Konfiguration und Leistung in der Soundbar drin steckt. Okay. Das andere, was jetzt hier noch hinter uns steht, auch eine Studie, das ist auch der Bild V65 an einer Stange montiert, die vom Boden bis zur Decke reicht. Früher war das der Screenlift Plus, heute ist es der Floor-to-Ceiling Stand. Auch da fragen wir letztlich im Handel und bei unseren Vertriebskollegen ab, wie die Interessenslage ist für so eine, naja, spektakuläre Aufstelllösung. Und in welcher Farbe zum Beispiel, ob in, wie wir es hier sehen, Basaltgrau oder in Alu-Silber. Und auch da ist das Feedback im Moment schon sehr positiv, sodass ich denke, daraus werden wir ein Produkt machen. So, das waren jetzt aber die Studien. Das eigentliche Modell ist hier der Bild V. Und einmal hier zu sehen, also dieser auch V-förmige Lautsprecher, wie beim
Bild 7 oder Bild S. Das heißt, die Optik, der Scherenschnitt, der Schattenwurf, die Silhouette entspricht dem bisherigen Topmodell. Es verzichtet aber auf diese aufwendige Kinematik, um das Bild hochzuschieben beim Einschalten. Aber der Lautsprecher ist auf Basis des bisherigen Bild 3 Lautsprecher mit zusätzlichen Hochtönern ausgestattet worden. Das heißt, ich habe eine deutlich breitere Stereo-Basiswirkung, klarere Kanaltrennung, noch bessere Sprachverständlichkeit. Und insgesamt hat das wirklich einen atemberaubend guten Sound bekommen. Nochmal ein ganz großer Schritt gegenüber selbst den bisherigen sehr guten Lautsprechern. Und insofern ist auch das Feedback, was wir jetzt hier vom Handel und vom Vertrieb eingesammelt haben, sehr positiv. Das ist wirklich ein Gerät, wo man sagen kann, da steckt alles drin, was wir bisher an besten Elementen hatten. Es ist ein Dual-Channel-Chassis, das heißt, ich kann zwei Kanäle gleichzeitig schauen und aufnehmen. Es geht sogar noch weiter über der Festplatte. Die Festplatte, die eingebaut ist, eine 1 Terabyte Festplatte, kann ich zwei Sendungen gleichzeitig aufnehmen und eine dritte Sendung auch im Timeshift angucken. Also einen dreifachen Zugriff auf einen Schlag, zum Beispiel wenn ich Satellit oder Kabel angeschlossen habe, dann sehr viel Programmauswahl habe, dann ist das eine feine Sache. Und das ist ziemlich einzigartig im Markt. Das kann so sonst keiner, nicht so komfortabel. Was ich damit auch machen kann, ist zum Beispiel, wenn ich mehrere Löwe-Fernseher habe in meiner Villa mit 5 Schlafzimmern, dann kann ich den Inhalt dieser Festplatte durch Zeit und Raum in ein anderes Zimmer verschieben. Also ich kann sagen, ich schaue mir den Film zuerst im Wohnzimmer an. Sportübertragung, was auch immer. Live-TV ist noch interessanter natürlich. Und dann weiß jeder, ich kann eine Pause-Taste drücken und kann sogar seit Anbeginn der Sendung, also in der Zeit rückwärts, die Sendung aufzeichnen. Wie funktioniert das technisch? Also das ist ein permanenter Timeshift. Das heißt, in dem Moment, wo ich umschalte, beginnt bereits die Aufzeichnung im Hintergrund. Und wenn ich dann mitten im Film beschließe, ich möchte den gesamten Film aufnehmen, drücke ich die Aufnahmetaste und dann wird die Sendung nicht ab dem Zeitpunkt des Tastendrucks, sondern ab dem Zeitpunkt der Sendung auf der Festplatte als Aufnahme behalten. Okay. Und dann kann ich hergehen und kann diese Aufnahme natürlich anhalten, das wäre der normale Timeshift und schaue sie später weiter. Ich kann aber auch, wenn ich in einem anderen Raum einen anderen Löwe-Fernseher stehen habe, kann ich auch diese Aufnahme, diese Sendung, die ich hier pausiert habe, in dem anderen Raum weiterschauen. Das ist Video Multiroom. Das ist auch, wir nennen das die Follow-Me-Funktionalität, weil mir das Videobild eben von einem Raum in den anderen Raum folgt. Auch das ist ein Feature, was sonst so keiner kann und keiner hat, was wir hier mit dem Gerät machen können. Okay, wie sieht es aus mit dem nächsten schicken Gerät, was da steht? Da sehe ich ja den Fuß quasi ohne Soundbar. Du sagtest, du hast genau über Studie gesprochen. Ja, die Studie war hier, der V65 mit den ganzen Audioprodukten als VMAX. Das, was wir hier sehen, ist die Aufstelllösung, das ist der Floor Stand Flex. Löwe ist ja nicht nur ein Anbieter von Fernsehen, sondern wir sagen, das sind Home Entertainment Systeme, wo wir Bild und Ton und Heimkino und Lautsprecher und eben auch Aufstelllösungen oder Streaming-Pakete miteinander kombinieren und daraus Produkte kreieren. Und eines dessen, was Löwe auszeichnet, sind eben die vielfältigen Aufstelllösungen. Was du jetzt hier im Detail empfiehlst, ist auch wieder ein Prototyp. Er wird so in der Serie nicht aussehen. Es wird nochmal deutlich hübscher und eleganter. Wird im Weihnachtsgeschäft in den Markt kommen. Und dieser Floor Stand Flex, wie der Name schon sagt, ist sehr flexibel. Also zum einen, ich kann ihn natürlich drehen, ich kann die Kabel komplett versteckt im Floor Stand führen. Er kann alle Löwe-Fernseher von im Prinzip 2014, 15 bis heute und auch die nächsten 2-3 Jahre, was an Produktgenerationen kommt, tragen. Von 32 Zoll über 43 Zoll bis 65 Zoll. Und er kann zusätzlich über ein sogenanntes Tray, einen Träger, entweder ein Equipmentboard aufnehmen, auf dem ich dann eine Setup-Box oder eine Spielekonsole oder eine Streaming-Box oder meinetwegen auch meine Fernsehzeitschrift und meine Fernbedienung ablege. Also ein Equipmentboard, Zubehör, Brett, auf das ich die Sachen positionieren kann. Oder er kann auf diesem gleichen Träger, auf diesem gleichen Tray die Klangbar tragen und halten. Und das ist das, was wir hier drüben gesehen haben. Das ist auch der Floor Stand Flex und hier eben
beispielhaft mit der Klangbar. Und dem Wireless Subwoofer. Und links daneben noch dem Wireless Subwoofer. Genau. In der Formgebung auch passend natürlich zu der Bodenplatte vom Floorstand Flex, damit das Ganze eine optische Einheit gibt. Alles in der Systemfarbe Basaltgrau gehalten. Wir werden aber auch in Zukunft wieder verschiedene Farboptionen anbieten, damit man da auch je nach Interior Design das passend gestalten kann. Ja, dann haben wir hier noch den Löwe Bild i. Da geben wir einen Ausblick an unsere Fachhändler für das, was wir Anfang nächsten Jahres bringen werden. Bild i ist eine komplette Neuentwicklung. 48 Zoll, 55 Zoll und 65 Zoll OLED mit einer komplett neuen Elektronikplattform, auch mit einer komplett neuen Software, neue Fernbedienung. Das wird alles bei uns in Kronach von eigenen Designern in-house, Marco Müller ist auch schon ein Löwe-Urgestein, designt und auch von unseren Kollegen entwickelt. Das ist auch wieder ein echtes Löwe-Produkt. Auch die Fertigung wird am Stammsitz in Kronach bei Löwe sein. Auf einer eigenen hochtechnisierten Fertigungslinie. Das ist interessant. Wir gehen mal rum und schauen uns mal ein paar gerne. Details an dazu. Das Interessante an dem Produkt wird zum Beispiel sein, ich hoffe, man erkennt es relativ dunkel, dass es vom Design her nicht mehr so technisch und kantig sein wird wie die bisherigen Produkte, sondern viel weichere und rundlichere Formen mitbringt. Sieht man dann auch auf der Rückseite. Es wird noch aufgeräumter sein, bekommt einen stoffbezogene Lautsprecher und Rückwand. Und ist damit noch viel mehr Interior Design und Fashion Produkt als Technikprodukt. Und auf der anderen Seite wird die Technik aber faszinierend, weil alles, was es an Streaming und Video on Demand und IPTV Plattformen gibt, wird hier schon integriert sein von Anfang an. Auch Sprachfernbedienung und ähnliches. Also wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also ihr entwickelt dort ein neues Betriebssystem oder ganz salopp gesagt? Ja, wir nutzen natürlich eine Middleware, die es schon gibt. Alle Betriebssysteme in dem Bereich basieren letztlich auf einem Linux-Betriebssystem. Aber was wir hier machen, wir nutzen eine Middleware, die nicht Android TV ist und auch nicht Fire TV, weil man die nicht weiter gestalten könnte, sondern wir haben hier einen Partner, der uns das erlaubt, die auch nach Löwe-Gesichtspunkten zu gestalten. Es wird also auch in der Bedienung und in der Optik ein Löwe-Produkt sein und bleiben. Okay. Und trotzdem ist er groß genug, dass er weltweit alle Streaming-Applikationen, die man in den verschiedenen Märkten braucht, dafür bekommen kann, die Lizenzen bekommen kann. Du hast Sprachassistenten erwähnt. Welche stehen da für euch zur Disposition? Das wird ein eigener sein. Okay. Das ist also keiner von den bekannten Sprachassistenten, sondern das ist ein Assistent, der mit dieser Middleware mitkommt und den wir nutzen und zwar auch in einer sehr kundenfreundlichen Art und Weise, nämlich nur auf Tastendruck in dem Moment, wo ich will, dass er was für mich tut und nicht permanent zuhörend. Also hier ein Produkt, wo wir auch darauf achten, dass zum Beispiel die Themen Datenschutz, Datensicherheit, wo passiert das alles, dass das alles im Hause Löwe bleibt unter kontrollierten Bedingungen. Der hört mir also nicht permanent zu. Okay, so. Lass uns doch mal kurz noch mal technisch ein bisschen auf das Gerät eingehen. Also ich sehe hier eine Soundbar, die ist auch ein bisschen anders geformt als dieses V-Shape, wie du es genannt hast. Genau. Ich hoffe, man erkennt es hier. Es ist echt. Das ist die Klangbar I. Und die Klangbar I hat den Charme, dass ich sie nachträglich an- oder abmontieren kann, und zwar durch den Endkunden selber. Sie ist aber formschlüssig, schmiegt sie sich an die Rückwand vom Fernseher an. In der Rückwand selber sind Lautsprecher drin, unsichtbare Lautsprecher, Invisible Sound Speaker eingebaut. Und wenn mir das nicht reicht, dann kann ich eben die Klangbar I auch nachträglich noch an das Produkt andocken. Also man ohne Werkzeug kannst du nachkaufen. Und ich kann es aber auch zu einem Heimkinosystem ausbauen, zum Beispiel mit der Klangbar 5, die wir vorhin gesehen haben. Das heißt, es ist wieder ein sehr modulares System mit verschiedenen Aufstelllösungen, mit verschiedenen Soundlösungen und dadurch auch wieder ein sehr individuelles und modulares System. Das ist eben das, wofür Löwe steht, Modularität. Ansonsten die üblichen DVB-T, C und S Signalempfangswege. Es wird eine Variante mit und ohne Festplatte geben. Es wird sogar eine Variante ganz ohne Tuner geben, nur für reine Streaming- und Cloud-Anwendungen.
Und was beim Preis vielleicht bemerkt. Was natürlich auch preislich dann attraktiver ist, wenn ich keinen Tuner brauche, keinen CE Plus brauche, keine Festplatte brauche und auch die ganzen Lizenzen, die man für all diese Funktionen braucht, nicht bezahlen muss, wird das natürlich auch preislich interessanter. Auch für Kunden außerhalb der europäischen Märkte, die gar keine DVB-Tuner nutzen können oder wollen. Oder auch für Kunden oder jüngere Zielgruppen, die überhaupt keinen Kabel- oder Satellitenanschluss mehr haben. Ja, wir hatten es ja schon mehr oder weniger erwähnt, oder ihr habt es hier als Zuschauer im Hintergrund gesehen. Ich glupf mal hier an dem Alex vorbei. Da hinten steht das Objekt, die Begierde für viele, also nicht der LCD in der Einstiegsserie, sondern das 48-Zoll-Gerät hier. Da habe ich mich gerade auch schon ein bisschen mit dem Alex ausgetauscht und ja, ja. Sag mal, wie die Perspektive sein wird. Ich ja. glaube, da bist du eigentlich der Geeignete. Gut, ist ganz klar so, dass wir die Linie wird es in drei Größen gräben, 65 Zoll, 55 Zoll, 48 Zoll und ja, 48 Zoll OLED ist ein sehr beliebtes Thema im Moment und auch das werden wir Ende Q1 im Detail dann vorstellen, wie das Timing sein wird, wann wir was zu welchen Preispunkten einführen. Viel mehr möchte ich an der Stelle dazu gar nicht sagen, außer es kommt. Okay, das wäre dann nach jetzigem Stand Hersteller Nummer 4, wer ein 48-Zoll-Panel anbieten würde. An dieser Stelle, denke ich, haben wir, glaube ich, einen schönen Einblick bekommen, was uns in den nächsten Monaten erwarten wird aus Kronach. Löwe lebt wieder. Oder oh ja. Gab es ja schon öfters zu hören, aber ich glaube... Nein, es ist wirklich so, es ist auch eine interessante Mannschaft, es ist viel erfahrenes Personal mit an Bord, wenn ich denke, unser CTO, der Thomas Putz, unser COO, der Christian Alba, beides, wir sind alle ungefähr ähnlich alt, Mitte 40, aber alle auch schon seit vielen Jahren mit Herzblut, mit Sinn und Verstand bei der Firma dabei, einerseits und auf der anderen Seite der neue Eigentümer Aslan Kabliev, der das Ganze als ein wirklich persönliches Thema begreift, als Familienunternehmen jetzt führt. Löwe ist wieder ein Familienunternehmen und er will das auch so etablieren, dass das langfristig eine Zukunft hat und hat ein Netzwerk mitgebracht, ein weltweites Netzwerk bei Lieferanten, Technologien, die uns unglaublich gut helfen. Und da können wir, glaube ich, in Zukunft viele neue, spannende Produkte erwarten. Ja, es macht okay. echt Spaß. Alex, danke dir für die Zeit hier, für den Rundgang. Und für alle, die es hier bisher zu diesem Zeitpunkt geschafft hat, denen möchte ich sagen, wir haben noch so ein bisschen was hier erstellt im Rahmen dieser ganzen kleinen Vorführung hier von Löwe. Unter anderem Audioprodukte, dann habt ihr ein bisschen was im Lifestyle-Bereich schon mit in der Hinterhand. Ja, ich habe entsprechende Links hier platziert in der Beschreibung oder in der Infobox. Macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video. Genau. Bis dahin. Dankeschön. Ciao.